Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Valheim. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich werde offscreen Haus bauen. Und das ist vollbracht. Leider Gottes tobt draußen jetzt ein sehr starker Sturm. Und deswegen kann ich momentan auch nicht rausgehen. Das hört man allerdings auch, dass da ein Sturm herrscht. Und ja, Häuschen steht soweit. Wir gucken mal, was wir noch so jetzt alles herstellen können für uns. Ich hätte gerne eine Hose. Denn wir sehen oben bei der Map in der Ecke, mir ist kalt. Und das ist nicht gut. Wow. Das da brauche ich nicht mehr. Lederschnipsel. Ein kleiner Haufen Lederschnipsel. Ja, gut. Da fehlt uns noch ein bisschen was dazu. Das ist natürlich nicht gut. Wir brauchen noch 4 Stück. Aber wir werden uns erstmal ein bisschen neues Werkzeug machen. Und zwar, wir haben jetzt hier, was haben wir denn hier überhaupt? Steinaxt. Wir nehmen einfach mal ein paar Ressourcen und craften uns ein bisschen was. Holz. Stein. Feuerstein natürlich. Ein bisschen Baumharz. Ja, das war's das erste Mal. Feuersteinaxt. Ist die eigentlich besser? Aber sowas von. Warum ist sie besser als die Steinaxt? Ich hinterfrag's einfach mal nicht. Eine Hacke werden wir auf jeden Fall brauchen. Für was auch immer. Entweder war das jetzt die Werkbank oder ich habe hier definitiv gerade was gehört. Ein Feuersteinspeer. Ach, scheiße. Eine Kiste brauchen wir noch. Eine Kiste. Hier. Ihr seht, ich habe ja auch so ein kleines, wunderschönes Lager errichtet. Aber das wird nicht viel bringen. So, da machen wir erstmal den Spaß rein. Der Hammer bleibt da. Das kommt dahin. Den Rest werden wir erstmal wieder rauswerfen. Baum hat da. Steine waren hier. Und Holz war hier. Kurz was futtern. Hallo Rabe. Ich muss dich mal ganz kurz aufwärmen. Aber hier seht ihr das Haus nochmal von draußen, ne? Ich zeig's euch gleich nochmal richtig, vor allem wenn Tag ist. Dieses Werkzeug wird für Landschaften verwendet. Man könnte sagen, es sei mit einem Hammer perfekt ergänzt. Verwende sie, um den Boden zu säubern und das Terrain zu manipulieren. Es ist leichter, Gebäude auf ebenen Boden. Warte mal, was? Moment. Das müssen wir doch jetzt mal testen. Ja, hallo? Das ist mir aber nicht ganz eben.
muss gerade ein bisschen rumspielen. Wow, hätte ich das vorher gewusst, dass man hier Sachen einebnen kann, dann hätte ich da natürlich ein bisschen und so mein Haus besser gebaut. Ja, ich fange an zu frieren, ist mir schon klar. Ich habe kein Feuer oder dergleichen. Ne? Der da kann raus. Die lassen wir erst mal da drinne. Ich hab schon wieder Hunger. Ich brauche unbedingt wieder neue Pilze. Es hört sich falsch an. Aber es ist leider so. So, Tag 7. Es wird Tag bei Yggdrasil. In der siebten... Ne, in der zehnten Welt sind wir. So, das ist das Häusle. Ihr seht, es ist etwas höher als gedacht. Hier unten ist ungefähr die... Der Boden, ich habe das unten zugebaut, damit es nicht so eklig in der Luft schwebt. Das ist auf jeden Fall mein Haus. Und ich habe jetzt noch ein anderes Problem. Ich brauche Stein und Holz, denn ich kann in meinem Bett nicht schlafen, weil Feuer fehlt. Au. Attacke! Haha! So, ich brauche aber Leder. Ich brauche Leder und kein Baumharz. Ach, stimmt ja hier. Maustaste gedrückt halten ist hier nicht von Vorteil, denn das bringt nichts. So, Holz haben wir. Jetzt brauchen wir noch ein paar Steinchen. Wo haben wir hier Steine? Steine, hallo? Boah, sieht das geil aus. Ein wunderschöner Sonnenaufgang. Ja, es ist richtig nice. Steine. Lol. Ich könnte die Steine auch von drinnen holen. Ich dulli. Hier haben wir sie. Ich brauche unbedingt ein Feuer in der Nähe. So, hier kann ich jetzt natürlich nicht bauen. Kann ich jetzt ein Feuer dahinstellen? Ich sehe das nicht. Ja, sehr nice. So, ich hoffe, ich kann mich da auch hinlegen. So, wir sind auf der Suche nach Leder. Wildschwein! Oh, Fleisch, nice. Und das hat uns aber ganz schön Leben gerade gekostet hier. So, hier oben war, glaube ich, nichts drinne. Zumal mir das auch jetzt erst auffällt, dass hier was ist. Oh. Oh, doch. Nehmen wir natürlich alles mit. Kiste für Holz. Ja.
Mann, ich brauche Pilze, keine Bären. Für was der Löwenzahn gut ist, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich hoffe, wir werden irgendwann mal so weit kommen, um das herauszufinden, ne? Wo sind wir denn? Ach, wir sind schon wieder hier. Okay. Ich würde halt die Map gern weiter erkunden wollen. Ich glaube, das werden wir auch demnächst nochmal in Angriff nehmen. Rennstufe 13. Okay. Hacken 23. Was macht eigentlich mehr Damage? Schlitzen. Sehe ich jetzt nicht. Wir gucken mal. Ui! Wir werden mit der Axt kämpfen, würde ich wohl mal sagen. Die macht ja mal ordentlich Damage. Da können die nächsten Wildschweine ruhig kommen. Wenn sie sich trauen. Jetzt kann ich auch hier mal ganz kurz wieder das hier machen und das hier. Der Sturm war mir nämlich ein bisschen zu laut, deswegen habe ich alles ein bisschen runtergeschraubt. Und jetzt passt es ja soweit wieder. Bore! Attacke! Mist. Ich brauche wohl mal Pfeil und Bogen. Oh. Hier waren wir noch gar nicht. Okay. Was war... Was? Ach, war nur ein Ast. Wildschweine! Alter, hört doch irgendwann mal auf zu prügeln. Ja, no, also. Ich verliere immer mehr und mehr Leben. Aber wir sind so weit, dass wir Schweine klatschen können. Das heißt, mit Pfeil und Bogen würde das sogar noch einfacher gehen. Ich möchte hier jetzt ungern runterrutschen, ne? Hier unten ist ein Fluss. Passieren dürfte mir beim Fluss ja schon noch mal gar nichts. Ja. Ich glaube, davon muss ich mir noch 1-2 herstellen. Komm her, du Wildsau. Ey, du Feigling, komm her. Ich brauch dein Leder. Aber nur eine Futterkeule von denen. Das ist ja nicht gerade viel.
Ja, selbst mit der Faust kriege ich das hin. Bin ich gut oder bin ich gut? Au! Was? Au! Au! Nein, lasst mich! Keine Ausdauer mehr! Au! Ihr Hässlichen! Jetzt stirb doch mal! Du Hässlichen, ey! Oh! Ich hab ein Auge bekommen von denen, okay. Und da sind wir tot. Das erste Mal gestorben in dem Spiel. Erstmal einen Schluck Kaffee da drauf trinken. Für alle, die fragen, warum ich im Hintergrund so Geräusche habe. Ich trinke einen Kaffee. Da sind wir gestorben. Wir holen uns natürlich das Zeug wieder. Hallo, Rabe. Rabe. Aufstehen müsst ihr nicht. Ja, wegen. Wir haben jetzt ein Bett. Wir spawnen also in unserem Haus. Das ist sehr nice. Und ich sehe den Todespunkt. Ich hoffe nur, das Vieh ist nicht da. Ansonsten haben wir gleich ein Problem. Denn ich bin komplett nackelig. Komm her! Komm her! So einer wie du hast mich getötet. Du und deine Sippe. Nein, lass mich. Geh weg. Ich hab deine Freundin nicht getötet. Ha, der ist tot. Das Schwein kommt wieder! Ja, willst du mich verarschen? Das Spiel will mich doch gerade so richtig hart verarschen. Boah, von einer Wildsau getötet worden. Geil. Zwei Tode in einer Folge. Ist ja nichts Neues mehr. Mann. Gerade einen Schluck Kaffee getrunken, kommt eine Wildsau um die Ecke. Geil. Ah, hier waren wir ja schon. Also ein Tiergehege, wo ich gezähmte Tiere drin habe, wäre auch nicht schlecht. Jetzt ist die Frage, kann man sich die Tiere tamen? Und kriege ich das alles alleine auf die Reihe? Das ist die nächste Frage. Weil es ist ja ein Multigame und derzeit bin ich komplett alleine hier drauf. Pilze! Endlich! Wo? Da! Hab ich alles wieder? Ich hab alles wieder.
Wie ziehe ich denn das an? Ah, so, okay. Jo, passt so. Einfach von allem was essen, damit ich wieder voll bin. Ach, wisst ihr was? Oh. Oh. Aber wie's... Oh, ich muss mir mal ein bisschen safe stellen. So, wie es aber weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Vor allem der Daumen nach oben für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.